Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute mache ich für euch ein Low Carb, ich will jetzt nicht sagen Gericht, sondern eine Low Carb Beilage. Als Alternative zum sehr kohlenhydratigen oder fast nur aus Kohlenhydrate bestehenden Kartoffelpüree machen wir heute Blumenkohlpüree. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt, habe ich selbst noch nie probiert, wurde mir aber als Low Carb Alternative empfohlen. Also ich bin sehr gespannt. Wir beginnen mit Parmesankäse, das sind 75 Gramm, die wir 20 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinern. Ja, wie gesagt, ihr könnt natürlich auch, das habe ich das letzte Mal schon mal gesagt, schon vorgeriebenen Parmesan gibt es ja auch kaufen, aber ich nehme halt immer den in Stücken und reibe den selber. Warum? Weil ich es kann. 20 Sekunden Stufe 8. Auf geht's! So, den geriebenen Parmesan, den füllen wir jetzt wieder um hier in das Schüsselchen. Denn als nächstes werden wir unseren Blumenkohl hier drin dünsten bzw. kochen. Ja. Wenn da jetzt noch so ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber wenn da jetzt noch so ein bisschen Parmesan drin hängt, ist das nicht schlimm, der kommt ja nachher eh wieder dazu. Blumenkohl nehmen wir 500 Gramm. Ich denke, man kann da auch Sellerie dazu machen. Ja, was weiß ich, statt 100 Gramm, also 100 Gramm Sellerie noch, statt dann halt eben nur 400 Gramm Blumenkohl. Könnte man mal ausprobieren, aber ich mache es jetzt so, wie das Rezept, das man mir gegeben hat, das man mir empfohlen hat. Und wenn es dann nicht so ganz danach schmeckt, wie es schmecken soll, dann kann man immer noch von unserem Suppengrundstock was dazu machen. Bevor wir den jetzt kochen, den Blumenkohl, müssen wir den noch zerkleinern. Das Ganze 10 Sekunden auf Stufe 5. Gramm Wasser kommen jetzt noch rein und das Ganze wird jetzt 10 Minuten in der Varoma-Stufe 1 gekocht. Blumenkohl ist soweit durch. Wir kommen jetzt zu den restlichen Zutaten. Natürlich klar, unseren Parmesan, den wir bereits gerieben haben, der kommt rein. Dann habe ich noch 75 Gramm Frischkäse. Ja, der kommt auch rein. Da kann man natürlich auch Kräuterfrischkäse nehmen oder sowas. Einen Teelöffel Meersalz und eine Prise Muskat. Das gehört zum Blumenkohl dazu, auf jeden Fall. Das Ganze wird jetzt nochmal eine Minute auf Stufe 6 miteinander vermischt. So, und damit ist unser Blumenkohlpüree, Blumenkohlpü fertig. Von der Optik her sieht es nicht viel anders aus als das Kartoffelpüree, das ich so von zu Hause kenne. Also ist schön, schöne Konsistenz. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob mich das überzeugen kann. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, denn ich mag Kartoffelpüree. Aber wie gesagt, für eine Low Carb Ernährung ist das natürlich nichts, aber ich bin gespannt. Vorteil ist, es ist Parmesan drin, das mag ich sehr gerne. Ich bin gespannt. Blumenkohl esse ich auch gerne, aber gucken wir mal. Also was es nicht mehr braucht, es braucht keine Würze mehr. Ja? Wie gesagt, vielleicht hätte man wirklich Sellerie dazu machen können. Und ich hätte jetzt gedacht, dass es einen stärkeren Eigengeschmack hat nach Blumenkohl. Es schmeckt nach Blumenkohl, aber jetzt nicht so dominant, wie ich das ursprünglich gedacht habe. Und das kann Kartoffelpüree ersetzen, muss ich zugeben. Also ich hätte es mir anders vorgestellt. Vielleicht nicht zu allem, ja, aber es ist eine wirklich leckere Alternative. Muss ich zugeben, hätte ich nicht gedacht. Kann ich empfehlen. Ich hoffe, ihr probiert es auch und ihr seid genauso überzeugt davon wie ich. Wenn das so ist, dann schreibt mir das in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben.
Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ja, das solltet ihr tun, denn nur hier gibt es die besten Rezepte aus dem Wunderkesselforum live für euch gekocht, ohne großen Schnickschnack, so wie das bei euch zu Hause laufen soll. Wenn ihr das regelmäßig schaut, dann wisst ihr, dass hier auch ab und zu Sachen schief gehen. Aber dafür testen wir die Sachen ja. Das ist ja keine professionelle Kochshow, sondern ein, ich sag mal, Experimentierkanal. Ja? Das Experiment ist auf jeden Fall gelungen. Blumenkohlpüree. Ich wünsche euch guten Appetit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.